Im heutigen Video blicken wir auf die Geschehnisse rund um das gestrige Relegationshinspiel der 3. bzw. 2. Bundesliga zurück. Wien Wiesbaden empfing Arminia Bielefeld in der sogenannten Brita Arena. Nachdem sich der Verein Arminia Bielefeld im Voraus dazu entschied, die gesamten Karten für die treuen Ostwestfalen aus eigener Tasche zu bezahlen, schien es zunächst so, als würden Fans und Spieler noch einmal eng in der entscheidenden Saisonphase zusammenrücken. Bereits ab dem Warmmachen der Spieler leuchtete es mehrmals im Block der DSC-Anhänger. Der Euphorie der mitgereisten Bielefelder wurde jedoch schnell ein Dämpfer verpasst, nachdem Wiesbaden nach nicht einmal 20 Minuten mit 1:0 in Führung ging. Als es nach der Pause einen Doppelschlag gab und es 3:0 für Wien stand, flog eine erste Rakete aus dem Auswärtsbereich auf den Rasen. "Wir haben die Schnauze voll", tönt es dabei aus dem Bielefelder Block. Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung pfeift Schiedsrichter Benjamin Brandt das Spiel jedoch wieder an. Als es dann in Minute 82 jedoch zum 4. Treffer der Wiesbadener kommt, eskaliert die Situation schlussendlich. Nachdem neben Raketen nun auch Clips und Rauch auf das Spielfeld fliegen, schickt der Unparteiische beide Teams in die Kabinen. Mehrere Arminen versuchen jetzt, ein Tor zum Innenraum zu öffnen, was ihnen auch kurzzeitig gelingt. Nach einigen Sekunden können jedoch rund 10 Ordner dagegenhalten und die Tür wieder zuschlagen. Als einziger Spieler bleibt Kapitän Fabian Klos zunächst auf dem Platz und geht in den Dialog mit den mitgereisten Fans. Kurioserweise schafft es dabei auch ein Wiesbadener Fan, von der seitlichen Tribüne auf das Feld zu gelangen und nochmals gegen die Bielefelder entsprechend zu pöbeln. Nach über 21 Minuten und ewig langen Diskussionen am Zaun wird die Partie dann doch noch einmal angepfiffen. Doch auch als nach über 20 Minuten Nachspielzeit der Schlusspfiff ertönt, haben die Ostwestfalen noch nicht genug. Erneut werden Erinnerungen an Hamburg 2018 oder Köln 2012 wach. Jegliche pyrotechnische Erzeugnisse fliegen auf den Rasen, sodass nun auch rund 20 Behelmte auf das Spielfeld marschieren. Der Frust auf Seiten Bielefeld sitzt tief, da der Abstieg in Liga 3 nun so gut wie besiegelt ist. Ob die aktive Fanszene beim Rückspiel trotzdem noch einmal in Erscheinung tritt, bleibt unklar. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.